Leute trotzdem zu verzaubern, obwohl man mit Füllartikeln auffüllt. Füllmaterial oder nicht, sie ist auch entzückend, wirklich. Hatten sie schon mal schlechtere Sachen drin, ganz ehrlich. Hallo, meine Lieben. Ich gucke kurz, ob das Mikrofon noch an ist. Also, hallo, meine Lieben. Wie ihr seht, haben wir wieder einen Adventskalender. Heute packe ich den Trended Up Adventskalender mit euch aus. War da gerade irgendwo ein Sprachfehler? Kann das sein? Ihr müsst wissen, ich habe heute schon 4 Videos gedreht. Ich bin ein bisschen durch und ich sehe auch so aus, aber das ist scheißegal. Wir packen den jetzt aus. Ich bin schon gespannt. Ich finde auf jeden Fall, dass er optisch sehr, sehr, sehr schön aussieht. Und letztes Jahr war der ja schon ganz gut. Davor das Jahr mochte ich ihn nicht so sehr. Hier steht jetzt Have Yourself a Beautiful Christmas. Und den kann man so aufmachen, schaut mal. Und ich finde, dass er hier auch sehr, sehr, sehr süß aussieht. Ich glaube, er war letztes Jahr auch in einer ähnlichen Aufmachung. Den muss ich ja jetzt fast eigentlich gar nicht abstützen hinten. Ja, wir gehen der Reihe nach vor und wir gucken, ob es sich lohnt. Und ja, so, wir fangen mit der 1 an und da befindet sich ein Nagellack. Und zwar ist das ein glanzloses, beziehungsweise nicht glanzloses, es ist ein glitzerloses, Bordeaux-Rot, so ein Weinrot. Finde ich schön, wäre auf jeden Fall voll meine Farbe. Ich benutze keinen normalen Nagellack mehr, höchstens mal auf den Füßen, weil das bei mir leider nicht so gut hält, weil meine Nägel einfach total im Arsch sind. Aber das ist eine schöne Farbe, die würde ich theoretisch super, super gerne benutzen. Vielleicht hebe ich sie auch auf. Ansonsten, ja, gucken wir uns weiter um, was es hier sonst noch so gibt. Ja, hier in der 2 haben wir einen Xmas Eyeshadow. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch so einen ähnlichen, aber der könnte eventuell etwas goldener gewesen sein. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich glaube, ich habe den leider nicht mehr. Ich guck mal kurz. Nee, so einfach sehe ich den jetzt leider nicht. Deswegen fasse ich den jetzt an und oh Gott. Ob ich das an meinen Augen mag, weiß ich nicht. Das ist sehr so bronzefarbig. Sieht man ja jetzt hier auch, ne? Aber wenn man das Ding dann einmal anfasst, dann ist es ja schon immer so, dass es dann nochmal ein bisschen anders aussieht. Es ist ein schöner Ton. Ich will überhaupt nicht weiter meckern. Obwohl, doch, ich finde ihn schön. Ich finde ihn schön, okay. Das ist doch eine schöne 2, auf jeden Fall. 3 ist oben. Hoppala, kannst du bitte nicht schubsen? Oh, ein Pinsel. Hier haben wir einen durchsichtigen Pinsel mit silbernem Glitzer drin. Das finde ich sehr schön. Ich muss mal kurz gucken, was das für eine Art von Pinsel ist. Ich liebe es ja, wenn so Produkte so exklusiv in diesem Adventskalender sind. Also der ist jetzt nicht der hochwertigste. Nee, aber er ist okay. Man wird schon irgendwas mitmachen können. Ich weiß gar nicht so genau, wofür man das am besten nimmt. So ein feinerer, kleiner, nicht wirklich festgebunden, aber auch nicht wirklich blendermäßiger. Also vielleicht irgendwie für genau diesen... Was haben wir hier? In der 4, das ist irgendwie ein Serum. Ja, tatsächlich ein Xmas Face Serum. Ist natürlich auch extra bedruckt. Feuchtigkeitsbewahrende Trended Up Face Serum mit 10% Niacinamid schenkt der Haut jene Aufmerksamkeit, die sie in der Vorweihnachtszeit verdient. Ach, wie schön. Das ist ja so richtig romantisiert mal wieder. Das ist auf jeden Fall schön. Finde ich auch fein. Also da hatten sie schon mal schlechtere Sachen drin, ganz ehrlich. Schön. Das sieht interessant aus. Übrigens habe ich den natürlich bei DM gekauft und ich glaube, ich habe 27,95 dafür bezahlt. Das ist ein Multistick Cheek, Lip und Eye. Okay, für die Augen werde ich es nicht benutzen, aber hier mal. Gibt auf jeden Fall nicht zu viel Farbe ab. Oh! Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, finde ich. Ja, ist auch nicht zu doll pigmentiert, lässt sich gut verblenden, also... Bleibt ganz leicht geschmeidig, bisher zumindest. Mal gucken, wie das noch so wird. Aber den finde ich schön. Finde ich auch eine schöne Aufmachung und vor allem praktisch einfach, ne? Oh, sorry, mein Stuhl macht immer Geräusche. Genau, jetzt sind wir schon bei den 6 hier, Nikolaus. Oha. Oh mein Gott. Sie haben es rausgehauen, okay? Erst dachte ich gerade so, oh nein, warum ein Schwamm in der 6? Aber guckt euch mal die Form an, ich zeig's euch. Mal, also das ist doch echt, das ist ein Tannenbaum. Ein Tannenbaumschwämmchen. Es ist trotzdem voll. Es ist halt ein Füllprodukt, aber Jungs, wie kann man denn da böse sein? Ganz ehrlich. Also, oder enttäuscht oder so, da kann man nicht. Das haben sie richtig schlau gemacht, ja? Nein, auf jeden Fall ist das nicht süß. Oh mein Gott, also... Ich finde es mega. So schlau wirklich. Ne? Die Leute ärgern sich oft über Schwämmchen. Machst du einfach einen Tannenbaum draus und schon hast du die Leute auf deiner Seite. Ist natürlich fein. Na gut, haben sie mich auch mitgekriegt. Alles fein. So, die 7. Das sieht aus wie eine Lippenpflege. Ein Lipstick. Oha! Also das ist der Aufmachung wirklich wie ein Pflegestift, wie so ein Labello. Aber es ist dann eine Farbe drin. Ich trage euch das hier auch mal auf. Ich habe das in den letzten Videos mitbekommen, dass ihr doch ganz gerne mögt, wenn ich die Farben auftrage. Also hier habt ihr es. Finde ich eine schöne Farbe. Ja, hier eben schon was aufgetragen.
Der riecht ganz fruchtig. Ja, doch, ist doch fein. Ist doch eine schöne Farbe, kann jeder tragen eigentlich oder so ziemlich jeder. Und ja, ich sag's auch in jedem Video, man kann ja auch Lipsticks einfach als Liquid Blush benutzen. Funktioniert auch super schön. Am besten noch, ne? Wir haben ja hier auch so einen Multistick. Am besten noch, na gut, auf den Augen mag ich es jetzt nicht so, weil das zu fettig ist. Aber trotzdem, dann passt ja alles schön zusammen. Das gefällt mir doch bisher, ist doch fein. Dann haben wir in der 8 einen Xmas Blur Primer. Richtig cool. Hier ist auch nochmal so ein bisschen, na, der Tannenbaum, so dieses Design ist nochmal so ein bisschen aufgegriffen hier. Schaut mal. Finde ich schön. Doch, den werden wir auch mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich recht silikonlastig. Glycerin gleich. Ein paar andere Sachen sind auch, ja, ganz am Ende ist auch nochmal Silikon drin. Also so ein klassischer, ja, Porenfüllender. Obwohl, wartet mal, der sieht recht pflegend aus. Hier jetzt erstmal recht cremig. Lässt sich auch cremig, also eher wie so eine Pflegecreme verteilen. Das sieht gut aus. Also das könnte ich mir auf dem Face auch sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen leicht wegmattiert jetzt und dann halt ein bisschen feiner aussieht. Jetzt hier auf meinem Arm, da habe ich halt keine Poren, höchstens so komische Bewegungsfalten, aber das ist fein. Das ist schön, sieht gut aus. Die 9 ist was Langes und eine Pinzette. Oh nein, oh ihr Süßen. Also, ne, Füllmaterial oder nicht, sie ist auch entzückend, wirklich. Guckt euch die an, die hat einfach... Ne, die ist rosa und hat so Eisblumen drauf, beziehungsweise Schneeflocken irgendwie so. Eisblumen, so süß. Also da, alter Schwede, das haben sie so gut gemacht, wirklich. Trendet ab, Hut ab. Leute, trotzdem zu verzaubern, obwohl man mit Füllartikeln auffüllt. Aber naja, ich meine, eine Pinzette. Ich empfinde das nicht als Füllartikel. Und ich schwamm jetzt aber aufgrund der Form, nur nicht. Mega. Sind die schlau, echt? So, in der 10 haben wir, das sieht aus wie ein Eyeliner in Grau, denke ich. Kontur und Gleitkajal, genau. Sogar ein Anspitzer mit bei und da haben wir so einen silbernen Ton. Trage ich euch mal hier auf. Das war jetzt sehr dezent. Also es ist eher ein Schimmer. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen großflächiger. Der ist nicht direkt deckend, sondern eher so schier. Seht ihr das? Genau, aber sieht schön aus doch, muss ich sagen. Und der schmilzt auch sehr schön auf der Haut. Genau, 11 haben wir jetzt und... Ah, das ist, ja, noch ein Füllartikel. Eine Nagelfeile, aber sie ist mit Glitzer bestückt. Und naja, ich fürchte, man kann auch nur die eine Seite benutzen. Aber ja, auch hier haben sie jetzt so gut es geht halt quasi verziert. Ist in Ordnung, aber ja, können sie mich jetzt nicht mit überzeugen. Nee, für mich wenigstens der erste offizielle Füllartikel. Der Rest ist noch okay, den kann ich noch verkraften. 12 haben wir schon Halbzeit. Übrigens gehen die Türen hier super gut auf. Hier haben wir wieder, glaube ich... Ich dachte, es ist ein Serum, aber es ist ein Pflegelack. Base and Protect Coat. Und genau, langhaftender Unterlack mit härtendem Hexa-3-Komplex. Optimiert die Haltbarkeit des Farblacks. Schützt vor Verfärbungen. Einmal auf den Nagel auftragen und gut antrocknen lassen. Ja, genau, das ist so eine Stielbase letztendlich. Hier so ein bisschen milchig. Finde ich gut. Sowas, ja, das kann man immer gebrauchen. Und gerade, wenn die Nägel nicht verfärben sollen. Von Rot hier zum Beispiel. Das tun sie nämlich super gerne, falls ihr nicht so geübt seid mit Nagellack, ne? Sag mal, könnt ihr mir auch mal überhaupt mal sagen, ich habe das Gefühl, normaler Nagellack stirbt langsam aus, weil alle irgendwie nur noch diese UV-Lacke benutzen. Ich benutze sie auch, weil sie halt länger halten und so. Aber irgendwie auch der Essie-Adventskalender, ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr weniger, dass die Leute daran Interesse haben. Aber vielleicht liegt es auch an was anderem. Oh, das kommt mir nur so vor, das kann auch sein. So, das war jetzt die Halbzeit. Hier haben wir die 13. Guck mal, ich brauche da eigentlich nicht mal die Pinzette für. Hier haben wir eine Lippenbutter, das finde ich auch sehr schön. Wir wollen alles angucken, ne? Die ist, sieht aus wie Vaseline quasi. Riecht eigentlich nicht wirklich. Wäre jetzt hier noch ein bisschen Lippenstift drauf. Ist aber erstmal auf jeden Fall angenehm. Doch. Das ist auch wirklich ganz gut. Hier sind erstmal voll die vielen Pflanzenöle drin und ja, hier Parki-Butter, keine Ahnung, was das ist. Hydro, irgendwie irgendeine Säure, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas Pflegendes. Okay, ich bin ganz schlecht da drin. Auf jeden Fall ist das gut. Gefällt mir. Wo haben wir denn jetzt? 13, ne? Ja, dann sind wir jetzt bei der 14. Offensichtlich. Okay, damit kriegt ihr mich nicht. Obwohl, auch das haben sie sehr schön gemacht. Doch, das kann man nehmen. Okay, das sind Nagelsticker. Da sind ganz viele Eissterne drauf. Mit denen kann ich immer super gut arbeiten. Also auch ein Lebkuchenmann, Zuckerstange kannst du eigentlich doch. Die kannst du ganz gut benutzen, auf jeden Fall. Sogar ein Stern, Rentiere, Glocken, doch. Doch, das kann man gut machen. Also ja, Nagelsticker sind immer so eine Sache, aber das sind wenigstens... Also nach meinem Geschmack sind sie auf jeden Fall schon recht geschmackvoll für Nagelsticker, auf jeden Fall. Doch, 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 das finde ich schon okay. Trotzdem nicht das Schönste natürlich in so einem Kalender, ne? Die 15 ist recht groß, könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr gar nicht sehen. Das ist ein Scrunchie, der sieht sehr cool aus. Das ist
Ja, so ein Teddy-Zeug, ne? Den werde ich auf jeden Fall meiner Mama geben. Vielleicht werde ich mir das auch selber mal reinmachen. Ich mag die eigentlich gar nicht so gern, aber das sieht jetzt irgendwie doch ganz cool aus. Ich hatte gerade überlegt, ob ich es damit vielleicht mal hinkriege, mir wirklich mal die Haare zusammenzubinden fürs Schlafen. Ich hasse das nämlich, mit geschlossenen Haaren irgendwie zu schlafen. Und vielleicht geht das damit ja. Naja, ist auf jeden Fall echt schön. Finde ich gut. Das fühlt sich auch sehr gut an. Also nicht so ein billiger, dünner Mist. Das ist gut. Doch, doch. Hier haben wir eine kleine Version eines Lip-Liners. Der ist recht kühl. Male ich euch auch nochmal auf. Das sieht aber so aus. Nee, der passt nicht ganz zum Lippenstift. Vielleicht kommt da ja noch was. Seht ihr, der ist etwas lilafarbener, der Lip-Liner, als der Lippenstift. Aber trotzdem noch ganz schön. In der 17 haben wir eine Handcreme. Ja, ich lasse die jetzt aber mal zu, weil es ist ja nur eine Handcreme mit bezauberndem Vanilleduft und verleiht ein samtiges Gefühl. Ja, ist eine schöne Größe mit 20 Millilitern, kann man immer ganz gut mit irgendwie auf Reisen nehmen. Hier könnt ihr jetzt nochmal den Druck so ein bisschen sehen, ist ein bisschen hell, ne? Das kann man auch so nicht so gut lesen tatsächlich. Aber ja, fürs Auto, für die Handtasche, für die Fahrradtasche oder sonst was, weiß ich. Ist auf jeden Fall schön, doch gefällt mir auf jeden Fall. 18. Okay, das ist... Das ist so ein hä? Nee. N-Pad sind das. Das ist ja lustig. Ich dachte, das ist so ein Teil, wo man diese Knickdinger hier umlegen muss da drin. Dann wird es heiß, also so ein Handwärmer. Die sind aber wirklich schön, muss man schon sagen. Also, ja hier, das ist wie so ein Kühlpad, was man auch mal so auf Verletzungen macht. Ist mit Glitzerherzen gefüllt und Gel natürlich. Und dann kann man sich die so abends auf die... Oder wann auch immer man die sich auf die Augen legen möchte. Ich müsste das heute eigentlich auch mal machen. Ich habe heute hier so viel gerissen, echt. Das ist, ja. 19. Noch ein Pinsel. Das ist ein Augenbrauenpinsel, der sehr fein ist. Der ist nicht sehr hochwertig, aber manchmal brauche ich genau das. Nicht, dass der nicht hochwertig ist, sondern dass der hier ist jetzt so ganz dünn. Und meine sind manchmal einfach viel zu füllig, wisst ihr? Also manchmal brauche ich sowas richtig Dünnes. Weil die anderen einfach immer zu doll sind. Und der ist auch wieder in diesem weißen, durchsichtigen Griff mit Silber drin. Und ja, aber es ist ein bisschen komisch, dass dann die Kappe Gold ist, oder? Aber naja, macht auch nichts, ne? Das ist jetzt so. Man kann auch was suchen, sag ich mal, oder suchen und finden oder wie auch immer. Hier ist die 20. Guck mal, da sind wir schon gleich am Ende. Das sieht wieder aus wie ein... Entweder, nee, ein Lipliner wird das nicht sein. Das ist ein Xmas Kajal. Und der ist so Rosé-Goldfarben, würde ich sagen. Oder, ja, Rosé-Farben. Ich sehe jetzt gerade noch nicht, was ich hier mache. Also ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Doch, der ist ganz schön, ne? Oh, aber der ist jetzt auch gebrochen, so ein bisschen. Abgebrochen. Ich glaube, letztes Jahr war einer drin, der etwas Champagner-Goldfarbener war. Da ist das jetzt hier natürlich auch für... Ja, die Mehrheit auf jeden Fall, denke ich, ein ganz schöner Kajal, ne? Also damit kann man ja auch so ein bisschen highlighten im Innenwinkel oder so, oder wo es einem gefällt, sowieso natürlich. Aber ja, das ist schön. In der 21 haben wir ein Spray. Das ist Xmas Hydra Spray. Das ist wahrscheinlich fürs Gesicht. Refreshing. Der leichte Sprühnebel des Xmas Hydra Sprays erfrischt und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Die zarte Formel mit sanftem Duft hinterlässt keine Rückstände auf der Haut. Ich rieche einmal dran. Das hat aber was. Das riecht sauber, leicht floral, wirklich wie ein Parfum, aber ganz, ganz leicht nur. Es könnte sein, dass es mir zu doll ist, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht behalten, aber finde ich eine schöne Sache doch. Ja, ich meckere kaum, ne? Ich weiß nicht, wir beziehen gleich ein Fazit. Vorher gucken wir nochmal in die 22, da haben wir noch einen Nagellack und zwar einen rosé-schimmernden, ganz leicht, ja, rosé-gold, nur wenn man ganz genau hinguckt, das ist eher ein rosé-schimmernder Nagellack, schaut, also den finde ich aber auch ganz niedlich, der ist süß. Hier sind 8 Milliliter drin, in dem ganz großen hier waren 11 am Anfang und hier drin sind auch 11 in dem Protect-Dingsbums da. So, war das schon? Nee, haben noch die 23? Ja, da oben, die ist klein, ist das ein Anspitzer? Nee, das ist noch ein Eyeshadow. So, das ist diesmal eher etwas Rötliches. So Rotkupfer. Oh ja, ja, okay. Guckt mal. Das ist eigentlich eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob ich sie, würde ich sie tragen? Meistens sehe ich mit zu rötlichen Tönen auf den Augen richtig drauf aus, sag ich mal. Aber es ist doch schön. Guck mal doch für Namen. Doch. Doch, mag ich gerne tatsächlich. Gerade die beiden zusammen sehen bestimmt so als Augen-Make-up auch ganz schön aus. Hat man jetzt natürlich nur Glänzendes, aber das hat man ja manchmal einfach. Gut, wir sind jetzt bei der 24. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was... Ah, okay. Das finde ich gut.
Das hat es jetzt auch nochmal ganz schön rausgehauen, muss ich sagen. So, den packe ich jetzt mal hier runter. Der sieht jetzt so aus. Ich bin relativ vorsichtig damit umgegangen, aber hier ist es trotzdem so ein bisschen eingerissen. Die Türchen gehen gut auf, aber ja, ein bisschen grob war ich auch. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Wir haben hier, ich werde die nicht, ach doch, ich werde sie anfassen. Ihr wollt natürlich wissen, ob es sich lohnt, ne? Xmas Glow Lights, eine Highlighter-Palette. Und ja, doch, das finde ich schön. Finde ich eine schöne 24 auf jeden Fall. Wir swatchen. Oha, der eine flockt richtig. So, da haben wir die Highlighter. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr das braucht oder nicht. Oha, ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Hm? Kann man natürlich auch miteinander mischen. Sieht natürlich auch schon, die haben es schon in sich, doch. Ja, schaut mal, ihr Süßen. Ach, ihr seht gar nicht so viel, ihr seht gar nicht alles. Moment, seht ihr jetzt besser? Ja, jetzt seht ihr ein bisschen besser. Hier hinten haben wir die drei Nagellackfläschchen. Genau, dazu zähle ich jetzt nochmal in die Nagelfeile. Also vier, nee, wir haben sogar fünf. Fünf Produkte für die Nägel, ne? Zwei Füllmaterialien hier, so Schnullikram und drei Lacke, beziehungsweise zwei Farblacker und ein Pflegelack. Dann haben wir hier ja so ein Schnullikram, aber das ist halt recht hochwertig. Das haben sie halt süß im Design gemacht, fühlt sich aber ansonsten jetzt auch nicht besonders hochwertig an. Das ist irgendwie auch so ein Schnullikram. Irgendwie ist alles voll da drin mit so Sachen, die man, ja, wie soll ich das sagen? Also hier ist das irgendwie das... Die Mischung von Pflege und Make-up ist hier halt sehr gegeben. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt bei Trended Up, klar, die haben auch Pflegesachen in ihrer Theke immer mal wieder. Deswegen eigentlich ist das gut. Aber erstmal dachte ich, es ist ein Make-up-Adventskalender. Deswegen könnte man da vielleicht, sollte man ähnlich gedacht haben, erstmal so ein bisschen perplex sein. Es sind ja viele kleine Tools drin, mal mehr, mal weniger hochwertig, aber immer irgendwie doch liebevoll gestaltet. Bei jedem davon muss man halt einfach sagen, auch wenn es irgendwie ja auch Sachen sind, mit denen man nichts anfangen kann. So. Genau, dann haben wir ja hier die beiden Pinsel gehabt und die Pinzette finde ich persönlich super. Ich mag das sehr. Den Blur Primer finde ich richtig toll. Die beiden Lidschatten hier, ja, Geschmackssache, aber die fassen sich wirklich richtig schön cremig an. Das fand ich auch ein Highlight tatsächlich in der 24 gut aufgehoben. Dann sind hier so zwei Kajalstifte auf jeden Fall gewesen. Nicht meine Farben, aber ist was, ja, passt zum Thema, passt auch zum Design des Kalenders. Dann haben wir vier Lippenprodukte, beziehungsweise das eine ist ja so ein Mischprodukt. Und das ist auch total in Ordnung, auch schöne Farben. Und dann haben wir hier drei richtige Pflegesachen. Also hier das Face Serum, das Hydro Spray und die Handcreme. Also so insgesamt, für 27,95 finde ich es okay. Finde es, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt das Action-Adventskalender-Video noch nicht gemacht, wenn ich überhaupt die Kalender rechtzeitig bekomme, mal gucken. Aber es erinnert mich so ein bisschen daran. Allerdings ist die Kosmetik doch noch ein bisschen hochwertiger hier, finde ich. Man hat schon noch ein bisschen mehr von seinen Sachen. Die Sachen davon Action sind auch gut, gerade wenn man den Preis bedenkt, ne? Aber ich weiß auch nicht. Also ich würde ihn vielleicht für ein 12-, 13-jähriges Mädchen kaufen. Ich würde ihn aber nicht einer erwachsenen Frau oder einem erwachsenen Mann oder divers irgendwie schenken, irgendwie, weil also die Sachen sind schon süß, aber dann würde ich eher einen anderen Kalender wählen. Ich finde ihn aber trotzdem sehr gelungen und auch sehr schön und jetzt auch 27,95 dafür nicht zu viel. Genau. Schreibt mir, was ihr denkt, ihr Süßen. Ja, also ich finde es okay. Gibt besseres, aber es ist okay. Genau. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass der war nämlich in der Vergangenheit schon öfter mal wirklich vollgepackt mit irgendwelchem Nagellack. Da waren auch schöne dabei, muss man auch dazu sagen, auch Special Edition Sachen und sowas. Also das war auch okay, aber das finde ich jetzt hier diesmal tatsächlich ein bisschen besser gelöst. Und wie gesagt, sie haben uns sehr gut, ne? Sie haben immer noch mal gut das Ruder rumgerissen mit ihren Designs. So, jetzt habe ich euch genug vollgelabert, ihr Süßen. Einen Kalender drehe ich heute noch und dann, ja, mal gucken, wann die alle online kommen, ihr Süßen. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr so viel unterstützt und dabei seid und neu dabei seid, ganz egal. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!